So, wie ihr in diesem Titel schon lesen konntet, zeige ich euch heute, wie man den Filamentsensor austauscht oder modifiziert, dass der mit der MMU und flexiblem Material besser funktioniert. Weil ich habe das ein paar Kumpeln gezeigt und die haben Fragen dazu und deswegen mache ich auch das Video, dass ich das zeigen kann. Ihr habt standardmäßig diese drei Teile. Das ist einmal hier mit der Metallkugel. Die Metallkugel wird dann, die ist dann irgendwo hier ungefähr. Und das sitzt so drüber und dann kommt das Filament, drückt die Metallkugel auf die Seite. Die wird von dem Magnet angezogen und dann tut sich der Hebel hier zwischen den IR-Sensor bewegen. Und dadurch weiß das, der Prusa dann, dass Filament da ist. So. Wenn ihr dann aber schon eure MMU angebaut habt, da gibt es eine Erklärung, wie man das umbaut, da habt ihr dann das Teil in Orange ohne das Loch hier. Und das müsst ihr genau so einbauen, das zeige ich euch nachher mal, wenn ich das auseinandergebaut habe. Und ihr habt dann einfach das Teil in Orange da drin. Die Teile sind von der Standard MMU Filament Abfrage 2S, also Mark 2S ist die Abfrage. Davor war es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall sitzt nachher dann das Teil oben drauf und dann ist das hier dran. Hier drin sitzt dann nachher der Sensor, der durch die Unterbrechung seiner zwei Lichtschranken einfach erkennt, dass der Hebel dazwischen drin ist, und wenn der Hebel dazwischen drin ist, weiß er, dass Filament da ist. Der Hebel ist in dem Fall die kleine Nocke hier oben, die wird dann hier unten rausgedrückt durch den Hebel und presst dann hier rein. Und dadurch, je nachdem wie der Winkel ist, erkennt es, ob Filament da ist oder nicht. Wenn ihr den Hebel habt und flexibles Filament kommt, durch das flexible Filament wird es eher oval, das Filament an sich. Und deswegen hat es nicht genug Kraft, hier den Hebel in so kurzer Strecke reinzudrücken. Und deswegen erkennt er das Filament nicht und tut dann immer wieder neu laden, obwohl Filament da ist. Um das Problem zu beheben, hat sich jemand im Internet Gedanken gemacht und einfach die Teile ein bisschen modifiziert. So, das hier sind die modifizierten Teile und das ist im Grunde genau das gleiche. Hier ist das alte nochmal zum Vergleich. Das sitzt hier drauf. Beim neuen sitzt das einfach genau gleich. Wie man hier sieht, ist der Hebel einfach deutlich länger. Deswegen muss das nicht so viel Kraft aufwenden beim Filament abfragen. Hier kann ich es euch ein bisschen besser zeigen. Das hier ist das alte und das hier ist der neue Sensor. Also der ist doppelt so hoch ungefähr. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das austauscht. Als erstes fahrt ihr so in die Mitte, dass ihr gut rankommt, und dann steckt ihr euren Drucker aus. Komplett vom Netz abstecken, weil wenn der angesteckt ist und ihr irgendwas falsch macht, irgendein Kabel aus Versehen ankratzt oder so und einen Kurzschluss erzeugt, dann kann das euren Drucker kaputt machen und habt ihr keinen mehr, dann müsst ihr auch nichts mehr umbauen. Nächster Schritt, ihr steckt eure PTFE-Röhre aus. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr braucht so eine Einpressmutter. Entweder ihr bestellt eine nach oder ihr nehmt die alte raus. Ich muss jetzt die von hier rausnehmen, weil ich habe jetzt keine neue mehr da. Ja, die kann man einfach nachbestellen, oder bei manchen Druckern war die anscheinend auch als Ersatzteil dabei. Dann nehmen wir einen Schraubenzieher und schrauben mal hier oben den Sensor ab, den alten. Dann öffnen wir gleichzeitig noch hier die Schraube auf der anderen Seite, sodass der Hebel locker ist. Dann gibt es hinten die Schraube, die hier durchgeht und den Hebel hält. Das heißt, die, wo die Achse ist für den Hebel, die schrauben wir ganz raus. Und dann können wir die rausziehen und so hinlegen, dass es nachher nicht vergisst, welche das war. Sobald wir das gemacht haben, können wir das ganze Ding rausnehmen. Das hier ist euer kleines, wenn ihr es noch als habt. Und das ist dann schon das Neue. Ich tausche es jetzt nur noch mal aus, dass ich es auch aus PETG habe. Dann nehmt ihr euren Aufsatz. Das ist der hier. Und schraubt den auch noch vorsichtig hier ab. Dann müsst ihr gucken, dass ihr hier die Mutter nicht verliert. Oder allgemein nichts verliert, weil das braucht ihr nachher alles noch. Dann öffnet ihr bei euch, ihr öffnet hier oben die Schraube, wo den Deckel hält, und baut euren IR-Sensor ab. Und immer schön am Rand heben, nicht irgendwie auf die Platine kommen, weil sonst könntet ihr das. Bei mir ist das jetzt hier oben die Schraube. Die schraube ich jetzt mal kurz ab. Die kleine M2-Schraube, die dürft ihr auch nicht verlieren, die braucht ihr nachher noch. Die ist ziemlich wichtig, weil sonst hebt euer Sensor nicht und dann kann es sein, dass es nicht funktioniert.
Dann steckt ihr den Sensor aus. Bei euch ist es auch ganz einfach und ihr müsst euch merken, dass schwarz zu Ground kommt, zu GND. Dann vorsichtig ausbauen und das Kabel abziehen. Bei euch müsste es jetzt genau so aussehen. Ihr habt euer Sensorkabel einzeln verlängert, dass es bis nach oben reicht. Das orangene Druckteil eingebaut und sonst alles losgeschraubt. Dann nehmt ihr eure Druckteile und bereitet die vor. Wie ihr das jetzt genau macht, zeige ich euch. Hier sind mal alle neuen Teile. Ihr habt ja das hier gerade ausgebaut, das alte Teil. Das braucht ihr nicht mehr, das könnt ihr zur Seite legen, falls ihr es mal wieder zurückbauen wollt. Die neuen Teile, da könnt ihr jetzt gucken, ich habe hier noch ein bisschen Stringing innen drin. Das Ganze entfernen. Bei dem Teil müsst ihr darauf achten, dass hier oben sieht man, dass da ein bisschen Filament gedroppt ist, also weil da kein Schutzmaterial war. Das schneiden wir jetzt einfach weg, so dass das frei ist, dass der Sensor da schön sauber drin liegt und nachher nicht im Weg ist. Das könnt ihr entweder einfach mit einem kleinen Messer abschneiden oder mit einer Feile. Ich habe es jetzt kurz mit einem Messer abgeschnitten, das reicht so auch schon. Hauptsache ihr habt da nichts im Weg. Dann, wenn ihr so ganz feine Fäden habt, wie ihr jetzt hier gesehen habt, hier innen drin, dann nehmt ihr einfach ein Feuerzeug, fahrt da ganz kurz drüber, ja, dann brennt die einfach weg, die werden dann zu so Poppelchen am Rand, das sieht man hier auch. Ja, wenn ihr das genau haben wollt, dann macht ihr das einfach ein bisschen länger. Ihr müsst halt gucken, dass wenn ihr ein farbiges Druckteil habt, jetzt kein schwarzes, dann kann es sein, dass euer Druckteil anrußt, deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen. So, dann ist das Teil hier fertig vorbereitet, da könnt ihr noch unten gucken, dass ihr das Kabel locker reinkriegt. Das heißt auch einfach hier unten einmal mit einem Messer ein bisschen die Kante abfahren. Dann schneidet ihr das einfach ab. Dann seid ihr mit dem Teil erstmal fertig. Jetzt zu dem Teil. Wieder Stringing entfernen und die Kanten ein bisschen. Die einzig wichtige Kante ist hier oben, weil das ist nachher die, die in den Sensor reingeht und die sollte nicht breiter sein, was sie bei mir noch ist. Deswegen feile ich da jetzt kurz drüber, so dass da nachher nichts hängen bleibt und ohne Probleme den Sensor triggert. Bei euch ist das hier jetzt einfach da drin, das ist aber genau das gleiche, da müsst ihr keine Angst haben. Ihr nehmt jetzt das Teil und drückt einfach hier die Stange, den Passstift, mit einem Schraubenzieher oder so raus, dass der auf der einen Seite rausschaut. Und dann nehmt ihr eine kleine Flachzange und dann zieht ihr den Stift voll raus. So, und jetzt müsst ihr aufpassen, weil da drin sind zwei Kugellager und die dürft ihr nicht verlieren. Deswegen einfach schnell hinstellen, ohne dass die rausrutschen. Ihr habt zwar, glaube ich, nochmal Ersatz, wenn ihr die MMU kauft, aber wäre nicht so gut, wenn es rausrutscht. Und dann nehmt ihr euer neues Teil und setzt es einfach wieder ein. Ihr nehmt die Seite mit dem Hebel und legt die nach links. Und dann nehmt ihr euer Kugellager oder euer Antriebswelle und legt den Zahnradteil auch nach links. Und dann nehmt ihr die Seite mit von dem Passstift, die ein bisschen abgerundet ist. Da ist eine eher flacher und eine abgerundet. Und die drückt ihr dann zuerst rein, weil dann findet es besser durch. Und wenn es jetzt so wie bei mir nicht reingeht, dann nehmt ihr einfach einen kleinen Bohrer und bohrt es ein bisschen auf per Hand. Der Passstift hat 3 mm, das heißt, ihr nehmt einfach einen Bohrer mit 3 mm. Ihr könnt auch 2,9 nehmen, dann ist es ein bisschen fester, aber der Bohrer, der ging jetzt hier ganz einfach rein. Ich habe hier echt nicht viel Kraft aufgewendet. Das ist nur ein bisschen auch runter getropft. Oder was heißt getropft, ist halt oval. Nur wenn es einen Überhang druckt, dann kann es nicht, es kann ja nicht in der Luft drucken und deswegen fließt es halt minimal runter. Und ja, dann müsst ihr einfach hier den Bohrer festhalten und es ein bisschen drehen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann sollte sich der 3 mm Bohrer einfach rein und rausschieben lassen. Und dann könnt ihr das wieder hinlegen, die runde Seite zuerst, so, und dann einfach hier so drücken, gucken, dass es reinfindet. Und jetzt steht es ja noch ein bisschen drüber raus, dann nehmen wir jetzt einfach irgendeine Tischkante oder so und drücken hier dagegen, dass der ganze Stift hier bündig drin ist, so. Und dann guckt ihr noch, ob sich das leicht dreht. Das tut's. Und ihr seid mit dem Teil fast fertig.
Entweder ihr nehmt eine neue M3-Motor oder ihr baut die aus eurem alten Teil aus. Ich baue sie jetzt aus, weil ich habe zwar neue hier, aber warum sollte ich die nicht verwenden? Dann nehmt ihr einfach eine Schraube oder so, dreht die rein und wackelt ein bisschen dran und dann könnt ihr das rausziehen. Jetzt ganz einfach wie bei allen anderen Brusa-Teilen die M3-Mutter reindrücken, mit einer Schraube anziehen von der anderen Seite, sodass die Mutter jetzt gleich hier reingezogen wird. Jetzt sitzt die Mutter bündig drauf und alle sind glücklich hier. Was ihr noch testen könnt an dem Teil ist, ob hier die Schraube durchgeht. Und die soll eigentlich ganz locker durchgehen. Ein bisschen Luft darf sie haben. Ist ja ein Druckteil, aber das macht nicht so viel aus. Dann habt ihr jetzt dieses Teil fertig und könnt es auf die Seite legen. Jetzt müsst ihr aus eurem alten Teil die Einpressmutter rausziehen oder ihr habt eine neue. Den Festo-Adapter, den 4mm Schlauchadapter, den könnt ihr einfach abschrauben oder ihr habt auch einen neuen, je nachdem. Und ihr nehmt eure M3-Mutter da unten wieder raus. So, fangen wir mit der M3-Mutter an. Gleiches Spiel, einfach rausziehen, auf die Seite legen. Und ich gehe jetzt an den Schraubstock, spanne den Festo-Adapter ein. So, da mich jetzt der Kamera-Akku verlassen hat, habe ich den kurz getauscht. Wir waren stehen geblieben beim Ausbau von der Mutter. Ich spanne den Schraubstock ein und ziehe da mal kräftig dran und hoffe, dass es rauskommt. Spannung bitte! Hier ist die Einpressmutter und der Festo-Adapter. Und jetzt nehmt ihr einfach euer neues Druckteil. Das ist in meinem Fall das hier. Und jetzt kann ich euch noch kurz was zeigen. Ich habe das hier in PETG gedruckt und das hier in PLA. Das ist aber jetzt nicht das, was ich euch zeigen will, sondern einfach das PLA, was ich da habe, ist von Das Filament und das ist das Matt PLA. Und hier seht ihr mal den Unterschied, wie sich das, wie es aussieht, ja. Und man sieht da schon einen deutlich krassen Unterschied. Mir gefällt das Matt besser, aber beim Brusa sind eh die ganzen Teile in dem PETG gedruckt, deswegen habe ich es aus dem gemacht. Dann nehmen wir die Einpressmutter, drücken die hier einfach ganz stumpf drauf. So, wenn das nicht geht, dann nehmt ihr entweder eine Zange oder einen Schraubstock und drückt es zusammen. Nicht zu stark, weil sonst explodiert euer Druckteil, aber einfach so, dass es bündig aufliegt. Dann wieder die Mutter eindrücken. Schrauben wir das Ganze zusammen, bis es bündig ist und machen die Schraube wieder raus. Dann können wir noch den Festo-Adapter draufschrauben und fertig. Dann haben wir das Druckteil vorbereitet, das Druckteil vorbereitet und das Druckteil vorbereitet. So, wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, haben wir fast alle fertig, außer das hier. Da müssen wir jetzt noch was ranbauen. Und zwar ist es unser Sensor, weil ohne den Sensor funktioniert gar nichts. Dazu brauchen wir das Druckteil, den Sensor und die kleine M2-Schraube. Wir haben jetzt hier so ein Loch, da kommt die M2-Schraube rein, aber als erstes muss der Sensor drauf. Das heißt, wir legen den Sensor jetzt rein, so, bündig nach oben, dann seht ihr auch durch das Loch durch und seht, okay, das Loch, da sehe ich jetzt die andere Seite, weil es ist ein Loch, sonst wäre es kein Loch. Dann setzt ihr eure M2-Schraube auf. Und schraubt die da einfach rein. Da müsst ihr jetzt kein Gewinde schneiden oder so. Der Drucker sackt ja ein bisschen ab, deswegen ist es so tief. Und dadurch habt ihr dann, schneidet ihr euch sozusagen jetzt euer eigenes Gewinde. Wenn ihr das dann ganz leicht angesetzt habt, nicht weiter drehen, sonst wird es rund. Und dann hebt es nicht mehr. Das hebt jetzt aber einwandfrei. Wie ihr sehen könnt, sieht man hier den Sensor, wie der da schön drin sitzt. Die Schraube und dass wir genug Platz haben. Dann müssen wir jetzt an den Drucker wieder gehen. Ihr habt jetzt drei Schrauben ausgebaut noch und das ist einmal die lange, mittlere und die kurze. Nur dass ihr Bescheid wisst, wenn ich jetzt gleich sage, ihr nehmt jetzt die lange, die mittlere und die kurze, dass ihr wisst, welche ich meine. Am Drucker angelangt habt ihr euer Sensorkabel ein bisschen rausgezogen, dann müsst ihr erstmal hier drin rumfuchteln in dem Schlauch, dass es ein bisschen nachgibt oder ihr macht schon davor. Als allererstes nehmen wir unser Teil mit dem Sensor drin und stecken den ein. Und jetzt wieder darauf achten, schwarz muss an GND, Ground, einstecken, schwarz an Ground, weiß an Output, also Out, und rot an plus 5 Volt für die Versorgung.
Dann steckt ihr es einfach drauf und jetzt kann es auch nicht mehr raus, weil da sind zwei so Nocken drin. Also ihr könnt schon noch dran ziehen. Es kommt halt nur nicht nach oben raus, weil da die zwei Schutznocken sind. Dann legt ihr euer Sensorkabel hier unten, seht ihr es ja, wie es rauskommt. Legt ihr durch den Schacht durch, sodass das nach hinten rausguckt. Das geht ganz einfach rein, dass es am Ende dann so aussieht. Dann nehmt ihr euer Druckteil mit dem Feststoradapter und schiebt es einfach so drüber, dass ihr hier vorne und hinten eure Löcher habt, die durchgehen. Und vorne kommt dann jetzt die kurze Schraube rein und die schraubt man fest. Ihr guckt jetzt, dass euer Kabel hier drin liegt und es da auch bleibt. Dann nehmt ihr die kurze Schraube, setzt die ein. Wenn die dann fest ist, freuen wir uns, dass wir das geschafft haben. Und jetzt könnt ihr das ganze Ding nehmen. Ich setze es jetzt mal auf und stecke die mittlere Schraube von oben durch. Und dann nehmt ihr die mittlere Schraube und steckt sie ins hintere Loch vor dem orangenen Teil. So, dann schraubt ihr das wieder fest. So, wir haben jetzt gerade die hintere Schraube festgeschraubt. Und jetzt gucken wir einfach noch, ob der Stecker richtig drauf ist, ob hier das Kabel Luft hat, also dass es sich bewegt. Ein bisschen, das ist aber nicht so wild. Hauptsache der Stecker ist richtig drauf. Dann zieht ihr hier hinten die Schraube an, so dass es fest sitzt und nicht mehr sich bewegt. Und dann guckt ihr einfach, dass hier vorne die Kante übereinstimmt, weil wenn die bündig ist, dann passt alles. Dann solltet ihr eigentlich keine Probleme haben mit dem Drucken. So, das letzte Bauteil ist ganz simpel. Wir legen es einfach rein. So, und dann kommt die Schraube von hinten wieder durch. So lange, bis die Schraube da rein rutscht. Und dann schraubt ihr das einfach fest. Und dann guckt ihr, ob sich das hier ein bisschen bewegt. Das tut's jetzt. So, ihr guckt einfach, ob sich das ein bisschen bewegen lässt. Und könnt jetzt die untere Schraube hier, die wofür den Extruder ist, um die Vorspannung zu erzeugen, die hier einfach wieder reinschrauben. Und damit seid ihr fertig. Dann nehmt ihr noch den PTFE-Schlauch, den alten, und steckt ihn ein. Jetzt haben wir alles umgebaut und jetzt würde ich sagen, testen wir einfach mal das ganze Ding. Wir nehmen jetzt die Stromversorgung und stecken die wieder ein. Wenn ihr jetzt keinen magischen Rauch habt, ist alles gut. Dann warten wir kurz, bis er hochgefahren ist und das Menü unten dran steht mit der Temperaturanzeige. So, nachdem ihr dann euer Filament mehr oder weniger erfolgreich geladen habt, geht ihr auf Vorheizen, PLA oder halt euer Material, was ihr jetzt da gerade habt, wartet, bis der Drucker warm ist. Ihr setzt die Schraube zum die Stärke einstellen, wo ihr das gegendrückt, einfach ganz leicht an, dass ihr auch die richtig flexiblen Sachen drucken könnt. Ich habe es mit SaneSmart probiert, also mit SaneSmart 1,75 mm Filament und dem FlexFill 89A von Filamentum. Die beide haben ohne Probleme funktioniert. Das einzige Problem, was ich hatte, ist, ich habe vergessen Klebestreifen, also den Kleber, den ihr da mitbekommt, wo ihr als Kind immer gegessen habt. Den hier, den habe ich vergessen drauf zu machen und deswegen hat es so gut am Bett gehoben, dass es ein bisschen was aus meinem PEI-Sheet rausgerissen hat, also dem glatten von Prusa. Das liegt jetzt nebendran. Ja, ich habe ja noch die andere Seite und so schlimm ist es auch nicht. Dann habt ihr halt immer einen kleinen Nocken im Druckteil, wenn es euch nicht stört, also mir ist es egal. Ja, der Drucker hat jetzt mittlerweile aufgeheizt, dann können wir jetzt auf Laden in Druckdüse. So, ich hoffe, ihr seht sich jetzt gleich. Ja, da hat man es gesehen, wie der Hebel rübergerutscht ist auf die Position, die es hat, wenn nichts geladen ist. So, jetzt können wir es dann nochmal laden, einfach nur um es euch zu zeigen. Das Filament kommt jetzt aus der MMU gefahren, mit einem ziemlich großen String dran. Ich hoffe mal, es funktioniert. Da kommt's. Und jetzt seht ihr gleich den Hebel, zack, und drinnen ist er. Das heißt, das Filament wird jetzt erkannt und ihr könnt anfangen zu drucken. Wenn wir jetzt das Filament entladen haben, können wir den Drucker ausschalten oder irgendeinen Druck starten, je nachdem, was ihr machen wollt. Ja, das war das Video zu dem Umbau von dem Filamentsensor, dass der einfach mit flexiblen Materialien zuverlässig funktioniert. Das hier habe ich gedruckt in dem grünen Filaflex. Ja, also das hat einwandfrei funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und immer dran denken, wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch.
Und dann nehmt ihr eine kleine Flachzange. Sowas und danke. Jetzt wird's lustig. Ne, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt einfach hier eine Zange oder probieren es mal so. Greifen den fest. Okay, never mind. Wenn die dann fest ist, freuen wir uns, dass wir das geschafft haben. Nehmen die nochmal runter, weil ich hier was falsch gemacht habe. Und einfach draufsetzen. So dass ungefähr in der Mitte ist, dass hier hinten ist eine, ich sehe ja gar nicht, dass hier meine Hand im Weg, dann schraubt ihr das wieder fest.